Der Mann hat doch eine Kajüte, was will er eigentlich? So, wollen wir immer heute mal dieser Sieger, dieser aufsässige Weite wieder zu sagen hat? Sicher doch, sicher doch. Ich glaube, er dachte, du möchtest ihn ins Bett bekommen, Boltax. Was? Was? Nein! Nein! Flemming grinst. So, kommt rein jetzt hier. Hört so. Könnt ihr mal aufhören, hier so rumzubrüllen? Sag mal, seid ihr zwei oder was? Meine Fresse, ist ja schrecklich. Der Kapitän kommt dann, wenn der Kapitän kommen will. Und ihr seid hier kein Befehlsgeber. Einfach Schnauze halten und warten. Kriegt ihr hin, oder? Nein. So, wollt ihr, dass ich so mit euch rede? Nein, wollt ihr nicht. Halt deine Fresse. Dann hört auf, so mit mir zu reden. Wir sind ja jetzt alle da. Es gab eine Besprechung zu Mehl und Keksen. Wollt ihr mich verarschen? Wir haben sehr viel Wichtigeres als Mehl und Kekse zu besprechen. Und dann setze ich auch eine verdammte Offiziersbesprechung an. Vielleicht sollten wir uns alle beruhigen, ein Hirsebier trinken und ganz entspannt über alles reden. Auf ihm sollte man lernen, die Schnauze zu halten. Also, wollt ihr das wirklich? Ich meine das ernst, ja. Beruhigt euch. Ist das hier die Art, wie ihr euch auf solchen Versammlungen benehmt? Ich will nicht über Kekse sprechen, sondern über unseren nächsten Auftrag. Nun, dann sprecht doch, anstatt euch noch in einen Streit zu ergehen, den ihr vielleicht nicht angefangen habt, aber wohlweislich fortsetzt. Ja, das kann ich. Das wohl. Also, wir haben uns also darauf verständigt, dass wir Janka angreifen, ja? In Malma vernichten. Das was echte Helden tun, ja? Trifft sich leider so, dass sich Janka nicht über den Hafen ansteuern lässt. Der wurde zerstört. Wir müssen in Yazira Bad anlegen. Auch so der Plan. Gut. Haben wir das also klargestellt. Ihr geht mit wem von Bord? Rafim, ich denke, deine Männer brauchen Landgang. Ja, nimm die Trollzucker mit. Gut. Wer noch? Nur die führenden Offiziere, also ihr und die Trollzucker? Der weniger, je besser. Ich würde gerne noch Aviander mitnehmen. Ja, dann mach doch. Nun, ich habe einen anderen Plan, den ich, wie gesagt, gerne mit euch besprechen mag. Ihr wollt den Malma zerstören, ja? Und ein Angriff von See scheitert aus. Ein Angriff von Land scheitert ebenso. Aber wir können beides kombinieren. Und dafür brauche ich Aviander bei mir. In eurer Abwesenheit würde ich gerne von Yazira Bad ablegen und vor Janka halten. Wenn ihr angreift und ein Lichtsignal oder so etwas gebt, würde ich versuchen, mit dem Schiff anzusteuern, damit wir unsere Geschütze, die wir mittlerweile im Unterdeck verstaut haben, gemeinsam mit der Hilfe von Diamantes auch benutzen können. Ein Angriff von zwei Seiten, von Land und von See. Dafür brauche ich Aviander. Okay, das macht Sinn. Ist das so genehm? Braucht ihr einen Geschützmeister an Bord? Nein. Wie können wir denn überhaupt von Land angreifen? Gehen wir davon aus, dass der Hafen bewaffnet ist? Tja, die genaue Situation solltet ihr am besten mit der Otter vor Ort besprechen. Ich weiß, dass es eine Otter gibt. Früher waren es die Drachen von Janka, aber die wurden vernichtet. Und so, Drachen. Halt die Fresse. Was? Wie werdet ihr euch benehmen? Mäßigt euren Ton. Habt ihr das verstanden? Es gibt Überlebende der Drachen von Janka, und zwar die Rache für Janka. Habt ihr das verstanden, habe ich euch gefragt. Verstanden. Weiter. Die Drachen von Janka sind mittlerweile die Rächer von Janka. Es sind nur noch wenige, aber mit denen solltet ihr... Es sind Torwaler, sie wissen, wie man mit Seelengeheuern umgeht. Sprecht am besten mit ihnen. Die werden euch sicherlich mehr über Janka erzählen können als ich, denn ich war noch nicht dort. Naja, solange es jetzt keine Drachen mehr sind, ist ja alles gut. Also, das war doch jetzt gar nicht so schwierig und hätte ohne Schreierei ganz wunderbar funktioniert. Ich will mich nur nicht über Mehl unterhalten, Rafim. Über Kekse. Ja, ihr müsst ja nicht dabei sein. Das ist wertvolle Zeit, die wir verschwenden. Das ist scheiße, nochmal die blutige See. Ja, aber wir sind ja nicht abgelegt, oder? Ja. Noch nicht. Dann kann der Kapitän Stunde. Doch... Hat der Kapitän so viel über Mehl reden, wie er will. Wenn wir abgelegt haben, haben wir alle Hand zu tun. Offensichtlich habt ihr ja auch Zeit, hier unten Streit anzufangen. Also scheint es das nicht zu sein. Auf die eine oder die andere Weise. Der Bank klingt mir vernünftig. Aber mir wird ein Lichtsignal von Land aus geben. Ich sonst noch etwas? Da noch eine Frage.
Dann lass hören. Wir nehmen die Trollzacker mit. Die sind aber nicht besonders unauffällig. Vielleicht sollten wir noch zusätzlich etwas für unsere Unauffälligkeit tun. Etwas kundschaftern oder derlei Dinge. Und darin haben wir reichlich Erfahrung selbst, meinst du nicht? Wir sind schon in ganz anderen Städte eingedrungen. Naja, aber wir wurden auch schon in ganz anderen Städten verhaftet, ihr alle an. Gut, Haswolf, hast du noch Fragen? Nein. Gut, wegtreten. Er geht, klopft mit seinem Holzbein durch die Tür und verschwindet. Gott im Himmel, lasst euch doch nicht auf seine Streitereien ein! Ja, Alan. Alle, ihr alle! Ich habe mich hier auf keine Streiterei eingelassen. Du hast mit den Drachen angesetzt! Du weißt ganz genau, dass es keine echten Drachen sind. Du wolltest ihm nur ans Bein pissen. Das ist ja, nicht richtig. Alan. Jetzt hatte gerade Haswolf aufgehört zu schreien. Ich glaube, er ist ein schlechter Einfluss für dich, Alan. Ihr müsst ihn alle nicht unnötig anfeinden. Ganz ehrlich, er ist schwierig, ja. Aber das tut keine Not von niemandem. Aber ich feinde ihn doch keine nicht Not an. Keine Not von niemandem. Jetzt reg dich wieder ab. Also. Suleymin, erzähl uns was von deinem Visirat. Nun, allzu viel weiß ich selbst noch nicht. Außer, dass es offenbar in desolatem Zustand ist. Und sich die vorherigen Visiras allesamt nicht lange halten konnten. Offenbar hat sich, seit ihr das Mogulat zu Fall gebracht habt, niemand mehr wirklich um diese Stadt gekümmert. Und naja, dadurch, dass der Malma den Hafen blockiert hat, ging es sicherlich auch mit der Stadt bergab. Denn Hafenstädte sind gemeinhin auf ihren Hafen angewiesen. Daran sollten wir übrigens auch denken, wenn wir in Yaisir Abad sind. Yaisir Abad dürfte von der misslichen Lage von Yanka profitiert haben in der Zwischenzeit. Nun, ihr habt ja mit der Meisterin der Brandung gesprochen. Die hat euch nicht viel gesagt, oder? Außer, dass es einige Tempel dort gibt. Und dass wir uns zuerst um den Malma kümmern müssen, bevor wir die Pforte des Grauens in Angriff nehmen können. Genau. Aber ich wollte noch mal auf meinen Punkt mit dem Kundschafter eingehen. Also, wenn wir Aviandan nicht mitnehmen können, halte ich es für sehr sinnvoll, dass wir die von Yalan eingestellte Jägerin mit uns nehmen. Ich finde auch den Gedanken nicht dumm, unabhängig von uns eine kleine Gruppe von Leuten zu schicken, die sich unter die Bevölkerung mischen können. Ich denke nicht, dass wir Leute haben, die das vernünftig hinbekommen und hinterher noch wieder auftauchen. Die Stadt ist gefährlich und frisst Leute. Ja, das stimmt wohl. Ich denke, unsere erste Aufgabe wird den Malma zu zerstören sein. Die Organisation und die Wiederherstellung des Rechts und der Ordnung in Lanka wird dann zweitrangig sein. Und wie wollen wir das in Angriff nehmen? Wir haben gehört, dass mehrere Schiffe schon versucht haben, in den Hafen einzufahren. Und was sollen wir vom Land aus anders tun? Nun, der Malma muss eine Schwachstelle haben. Auf die eine oder die andere Weise. Vielleicht kann man ihn aushungern. Vielleicht kann man an Land einige Geschütze anbringen und ihn so zumindest vertreiben. Irgendetwas wird sich machen lassen. Wir werden sicherlich mehr herausfinden, wenn wir da sind. Die Menschen vor Ort haben sich ja scheinbar mit seiner Anwesenheit arrangiert. Wenn er ein großer Malma ist, könnten wir ihn in einen großen, heißen Topf werfen, ihn kochen. Oder in einen Vulkan. Und solange ihr nicht die ganze Bucht kochen könnt, halte ich dies für schlecht. Ich fürchte, wir werden zumindest einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung brauchen. Allein, wenn wir Geschütze besorgen müssen oder so etwas. Und ich weiß nicht, ich habe kein gutes Gefühl, aber das Wenige, was man über Yanka hört, ich möchte nicht im Kampf gegen den Malma stehen und befürchten müssen, dass man uns in den Rücken fällt. Ist der Malma denn ein tatsächlicher Malma oder eher ein Dämon? Er bewacht eine Pforte des Grauens, also wird er zumindest dämonische Eigenschaften haben? Und wenn es diese Pforte des Grauens tatsächlich gibt, wird sie alles in der Stadt heruntergezogen haben. Wir können froh sein, dass den Leuten keine Kiemen wachsen. Was ist denn genau diese Pforte des Grauens und wie gehen wir dagegen vor? Das weiß keiner. Deswegen,
Ich könnte genauso gut Seemannsgarn sein, aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Erinnert euch an Rulert? Erinnert euch, was wir euch von Rulert erzählt haben zumindest? Ja, es war ganz furchtbar. Und es wird dem nicht ganz gerecht. Es ist doch schlimmer. Eine Pforte des Grauens ist eine Pforte in die Niederhöllen. Wenn ihr dort sterbt, seid ihr verloren. Eure Seele wird zerrissen und wiedergeboren in den Niederhöllen. Und etwas solches zu... Nun, etwas solches zu öffnen, ist nicht sehr leicht. Und dass sie einfach so in Janka entstanden ist oder dort geöffnet wurde, erscheint mir... seltsam. Wir sollten mit Magistra Kohlraab über diese Sache reden. Sollten wir haben keinen Fall. Hochgeweihten unter uns. Also müssen wir es möglicherweise auf magischem Wege angehen. Das soll ich gerne wissen, dass ich einst Hochgeweihter des Heiligen Albuin war. Ja, faszinierend. Ich glaube, das zählt hier aber nicht. Könnt ihr etwas tun? Nein, mir ist keine Möglichkeit bekannt, eine Pforte des Grauens zu schließen. Nee, ich denke, wir sollten das lokal lösen. Also da werden doch irgendwelche Unterstützer sein, die dieses Ding mal aufgemacht haben. Können wir das nicht einfach so machen wie in... Oh, wie hieß denn die Stadt, wo ich nicht zaubern konnte? Heilung. Ja, genau. Können wir da nicht auch so eine Zone erschaffen, in der man nicht zaubern kann? Würde das die Pforte nicht kaputt machen? Es klopft an der Tür. Rein. Herr Kapitän, ich hab das Mehl. Sehr schön, bringt es zum Smoothie. Okay. Einen Moment. Ja? Welches Mehl hast du gekauft? Das Weiße. Hervorragend. Bringt es zum Smoothie. Raus. Aber wir müssen anfangen, die Jungen auszubilden. Das geht auf keine Kuhhaut. Ja. Oh, keine Sorge, ich habe mich schon als Lehrer angeboten. Nicht du. Warum? Habe Rafim Wunderbares über die Armbrust beigebracht. Es klopft wieder an der Tür. Punkt ist jedenfalls, es gibt doch diese Drachenrächer, wie auch immer. Mit denen sollten wir reden. Wenn jemand gegen diesen Malmer gekämpft hat, dann die werden am meisten wissen. Also, ja doch! Kann ich jetzt wieder reinkommen in die Kajüte? Ja, setzt euch dorthin. Fallt mir nicht ins Wort. Danke. Also, wir gehen hin. Habt ihr die neuen Katzen gesehen? Boah, hässliche Viecher. Rabenmund, raus! Es klackt wieder und Rabenmund verlässt die Kajüte. Verzeiht, wo war ich? Wer ist dieser Mann und wofür ist er gut? Er ist der Schreiber und der Schatzmeister. Ah. Würde ja anbieten, die Schrift selber zu führen, aber... Nun, schwierig, sag ich mal. Punkt ist jedenfalls, wir infiltrieren die Stadt. Dies dürfte nicht allzu schwer sein. Ich denke nicht, dass noch allzu große Wachsamkeit nach außen herrscht. Finden diese Drachen oder diese Rächer, oder vielleicht wenn wir sie auch außerhalb der Stadt, reden erstmal mit denen. Mehr zu planen bringt, glaube ich, wenig. Aber mir, ihr könnt ein Lichtsignal geben, ja? Natürlich. Hervorragend. Dann steht dieser Plan. Wir legen jetzt 10 Minuten ab. Aber ihr seid auffällig. Ihr seid die Helden. Ihr werdet erkannt. Wie wollt ihr das unauffällig machen? Meldet ihr euch gerade freiwillig? Ich versichere euch, ich bin voll und ganz in der Lage, unauffällig zu sein. Nun, meine letzte Mission landeinwärts ist eine Weile her, aber das heißt nicht, dass ich es nicht immer noch drauf habe. Diamantis, er kann furchtbar unauffällig sein. Das letzte Mal ist er im Gefängnis von Mendena gelandet. Und euch ist es nicht aufgefallen, bis ich meine Hand verloren habe. Punkt ist egal, Diamantis, ihr kommt mit. Ihr könnt auch ein bisschen weniger schreien. Ja doch, ihr habt recht. Seht ihr, jetzt sind wir uns alle beruhigt. Das ist der verfluchte Aaswolf, ich sag's euch. Ja, ein schlechter Einfluss, habe ich ja gesagt. Ja. So, habt ihr sonst noch irgendwas zu besprechen, irgendwas zu kaufen, irgendwas zu holen? Oder wie auch immer. Nun, ich denke, wir haben alles. Also, wir können ablegen. Oh, sehr schön, sehr schön. Herr sei Dank. Goldwitz, wir sollten dir noch sagen, dass wir deinen Freund erst einmal ein Land gesetzt haben. Nun gut, ich habe euch ja die Entscheidung überlassen. Ich denke, das war wohl durchdacht und gut begründet. Also ich denke, wir könnten ihn gut gebrauchen, aber er war sehr wenig einsichtig. Er hat zwar angeboten, sich bei euch zu entschuldigen, aber nun ja, eher halbherzig.
Aber er wird noch eine Weile in der Stadt sein. Also sollten wir Not am Mann haben. Worin bestand denn seine Uneinsichtigkeit? Also welchen Aspekt hat er nicht genau eingesehen? Das würde mich schon interessieren. Naja, er kennt nicht an, dass das Zeug, das er euch gegeben hat, euch hätte töten können. Und er sagt, es wäre ja gar nicht lustig, wenn kein Risiko dabei wäre und... Nun, er benimmt sich einfach wie ein Narr. Ich sehe das Problem. Das ist in der Tat nicht besonders weitblickend. Ich kannte das Risiko wohl selbst und bin es eingegangen. Also muss er sich nicht dafür verantworten. Auf der anderen Seite... Das Zeug überhaupt zu besitzen ist schwer illegal. Das Zeug anderen Leuten zu geben, ist einfach idiotisch. Warte doch, Rafim. Ich wollte nur Folgendes sagen. Nicht lustig, wenn etwas gefährlich ist. Gefahr ist nicht gleichzusetzen mit Spaß. Ich verstehe also, warum ihr diese Entscheidung so getroffen habt, wie ihr sie getroffen habt. Das ist gut. Er hat sich darauf hinausgeredet, dass es hier ja nicht illegal sei, wo ich mir nicht völlig sicher bin. Aber unabhängig davon hat er sich einfach geweigert, es von der moralischen Seite her zu sehen. Und darin sehe ich ein Problem. Nun, Moral kann man keinem aufzwingen, aber wenn ihr ein Problem darin seht, ist das durchaus berechtigt. Und ihr seid ja als Priesterin hier auf dem Schiff für eben jenes Gut zuständig. Naja, vielleicht geht er noch einmal in sich. Wir können währenddessen von draußen hören, wie Jalan schon die Mannschaft scheucht. Ach ja, Zulamit, wir beide müssen auch nochmal sprechen. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein. Holt dich den Anker. Wenn ich mich auf diesem Schiff jemals wieder selber höre, dann würdet ihr mich begleiten? Ja, ich schmeiß Abel mir doch nicht aus seiner Kajüte. Ich bin doch nicht der Schatzmeister. Das darf offensichtlich nur der. Ja, natürlich. Komm mal mit. Ja, kommt einfach mit in meine Kajüte. Schaut mal, die haben die neue Tür eingebaut. Jetzt passt Mira auch durch die Tür. Das ist nicht schön. Hallo, Mira. Ja, Mira liegt im Inneren einer Kajüte. Überall zerfetzte und zerrissene Kissen, die ehemals zum Bolzern gedacht waren, aber... mittlerweile überall Federn, die herumfliegen und sie schaut dich an. Oh, guck mal, sie freut sich richtig, dich zu sehen. Oh, haben dich die Kissen wieder geärgert? Ja, da kannst du auch nichts für. Rafim streichelt ihm während den Kopf. Da kann sie gar nichts für, die Kissen fangen immer an. Das ist ganz unschuldig. Wenn du und Rafim hier drin seid, dann ist die Kajüte voll, was? Ja, das ist... die nur ein Problem. Ich habe eigentlich gedacht, ich krieg was Größeres, aber in dem Großen schläft Abel mir und da kommen wir ja nicht ran. Wo ich drauf hinaus wollte. Jetzt, wo ich euer Leibwächter und Rafi macht mal so Anführungszeichen in der Luft, Leibwächter bin, muss ich euch auch noch auf ein paar Dinge hinweisen. Bisher, weil jetzt kommen wir ja in eine Stadt, die euch umbringen wollen. Ihr erinnert euch. Ja. Okay, wunderbar. Ich muss ein bisschen ausholen, damit ihr das versteht und am Ende sage ich euch, warum ich euch das jetzt sage. Erinnert ihr euch noch an ein kleines Scharmützel nördlich von Romelis? Das müsste jetzt so 2,5 Jahre her sein. Wir haben eine kleine Garnison überfallen. Ja, ich erinnere mich. Ja, wunderbar. Und zwar, ich erinnere mich auch noch sehr gut an diesen Tag und an diese Nacht. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, aber ehrlich gesagt zum Ende der Schlacht habt ihr einen Mann auf eine Weise getötet. Mit einem Hieb, mit einer Perfektion, die ich seitdem gesucht, aber nie gefunden habe. Dieser kleine Schnitt im Handgelenk, das Schwert noch ein bisschen tiefer in seine Ketzerkehle sinkt. Wunderbar. Ein ausgezeichneter Schlag. Ich träume heute noch manchmal davon. Unfassbar. So, jetzt fragt ihr euch, warum ich das erwähne, richtig? Ja, aber ich bin geschmeichelt. Ein Lob über meine Kampfkünste aus eurem Munde ist ein hohes Lob. Richtig. Und zwar in der Nacht, ich weiß
gar nicht mehr. Ich glaube, Abelmir hatte mit mir Wache. Ich habe Abelmir schlafen geschickt und er konnte da gar nicht einschlafen. Da habe ich mir etwas geschworen, dass bevor ich Dere verlasse, dass ich noch einmal mit euch schlafen würde. Aber warum sage ich euch das jetzt? Wenn ich euer Leibwächter bin, muss ich euch sowas vorher sagen. Ich habe mir gedacht, ihr wisst das. Aber die Berufsehre. Versteht ihr das? Ich verstehe das. Gut. Und ich habe kein Problem damit. Das stimmt mich fröhlich. Und ich dachte mir, weil ich meine, bisher hatten wir Urlaub, da hatte ich, was das angeht, nicht so einen Stress, aber jetzt, wo es wieder losgeht, wollte ich euch mal darauf hinweisen. Ach ja, und wenn ich euch in der Stadt sage, ducken, geht hinter die Trollzacker, dann wäre das ganz schön, wenn ihr das macht, weil die euch vielleicht umbringen wollen. Das werde ich. Wunderbar. Ich bedauere, dass wir in Fazar so wenig Zeit hatten. Aber vielleicht, wenn wir nach Al-Anfa kommen. Ist eine schöne Stadt. Eines Tages möchte ich euch gerne die wahre Macht der Raja Ushtama zeigen. Ja, jetzt motiviert ihr mich aber nur, euch am Leben zu erhalten. Gut, hatte ich sonst noch irgendwas? Ja, ich werde 10 Trollzacker zusammenstellen. Das sind die Großen. Die heißen Roshas. In Trollzackisch müsst ihr euch nicht merken. Die werden auf euch aufpassen. Wäre ganz gut, wenn ihr die euch vorher mal anguckt. Aber da kommen wir drauf zu, wenn wir soweit sind. Alles klar. Soll ich ihnen Befehle geben? Kann ich ihnen Befehle geben? Oder da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht ganz so sicher, ob sie das machen, was ihr ihnen sagt. Ich werde sie fragen. Will aber nichts versprechen. Vielleicht sind sie auch etwas grob. Bin mir sicher, sie werden etwas grob sein. Das ist ihre Art. Im Zweifelsfall werde ich mit euch sprechen. Ja, oder mit Boltax. Boltax hat auch einen... er ist der Chochsuli, unser Zweiter. Wir haben ja sonst nur einen. Der hat da auch einen guten Einfluss. Ja, und vor ihm haben sie einen Heidenrespekt. Nur das, obwohl er so klein ist. Sag ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Das war nicht nett. Natürlich so. Nicht. So, jetzt. Schiff, Abfahrt. Derweil bei Abelmir, Boltax und Diamantes. Habt ihr noch etwas, was ihr besprechen mögt? Von mir aus nicht, nein. Kapitän, wurden den Mannschaftlern die Waffen bereits abgenommen? Welche Waffen? Nun, jeder von ihnen wird ein Entermesser oder ein Säbel tragen, zumindest die Piraten. Nehmt ihnen die Waffen ab. Verwahrt sie sich ja. Lasst ihnen jeden ein Messer. Einen kleinen Dolch. Mehr nicht. Die restlichen Waffen verschließt ihr in der Waffenkammer. Dass jeder ein Messer hat, ist auch üblich. Achtet auf versteckte Waffen. Durchsucht auch ihre Riesäcke zur Not. Nehmt ihnen einen Eid ab. Ich werde Rafim fragen, ob ich dafür 5, 6 Dukatengardisten bekomme. Die machen ihre Sache ziemlich gut. Seid ihr dazu nicht selbst in der Lage? Ihr seid Offizier. Sachen zu durchsuchen. Ihr seid Offizier. Von wie vielen Leuten sprechen wir? 100? 50? Macht Stichproben. Da verbringe ich als Einzelner viel zu lange Zeit, damit alle Sachen zu durchsuchen. Dann nehmt euch 5 Gardisten. Sonst noch etwas? In unserer Abwesenheit wird der Kaplan die Befehlsgewalt über das Schiff übernehmen, richtig? Richtig. Und ihr traut ihm zu, das Ganze wie besprochen abhandeln zu können? Er ist ein fähiger Seemann. Wenn er seine Aufgabe nicht erfüllt, wird er sterben. Daran auf die eine oder andere Weise. Daran zweifle ich nicht. Er ist aber temperamentvoll und disziplinlos. Nun, er wird seine Aufgabe erfüllen, auf die eine oder andere Weise. Wenn er mein Schiff beschädigt, wird er dafür büßen. Nun, dann wäre das ja gesagt. Abelmir,
ich hätte noch etwas Magisches mit dir zu besprechen. Also, wenn wir diesem Malma gegenüberstehen, denkst du, es ist möglich, seinen Geist zu beeinflussen? Seinen Geist? Nun, ich vermute, diese Kreatur wird eine Daimonit sein. Ein Mischwesen aus der 7. Sphäre und der 3. Sphäre. Hm. Es kommt darauf an, wie sehr sie diese Kreatur in der 3. Sphäre verankert ist. Seht euch vor. Ich hatte Ähnliches gedacht. Das Problem ist, denke, ich bin nicht unbedingt der Schadenszauberer. Was schwebt euch vor? Nun, vielleicht können wir ihn in einen Hinterhalt locken, etwas auf ihn stürzen lassen, das großen Schaden verursacht. Ein paar Gebäude links und rechts von ihm kollabieren lassen und ihn so unter den Trümmern begraben. Wo denkt ihr, wird er sich aufhalten? In der Stadt? Ich denke, am Rande des Hafens. Er wird sich im Hafen aufhalten. Nun, dann vielleicht den Leuchtturm kollabieren lassen, so es einen gibt. Wir brauchen diesen Leuchtturm noch. Wir wollen diese Stadt nicht zerstören. Nun, wenn das der Preis ist, um den Malma zu besiegen, denke ich, dass es ein Preis ist, der zu zahlen durchaus im Bereich des Möglichen wäre. Nun, wir sollten diese Sachen vielleicht vor Ort besprechen, wenn wir wissen, wo er sich aufhält. Wir diskutieren momentan etwas in dem sternleeren Raum. Das ist richtig. Zum Zweiten, mich hatte noch etwas beschäftigt, diese Jägerin, die Yalan angestellt hat. Ja. Sie hat sich ja auf Eigeninitiative recht spät beworben. Weiß nicht, ich habe kein gutes Gefühl bei ihr. Ich wollte sie deshalb bei der Mission dabei haben, dass wir ein wenig ein Auge auf sie werfen können, wenn du verstehst. Um sie einschätzen zu können? Richtig. Guter Einwand.